Rinder. Was habe ich das denn? Wie habe ich das denn geschafft? Ach du Schande. Könnte Rose hier sein? Hier lang? Ach du ging nicht, ne? 500 Leinen nehme ich. Okay. Verschlossen. Ich habe das Gefühl, irgendjemand betätigt die ganze Zeit Lichtschalter. Oh, ich mag dieses Haus nicht. Warum bewegt sich das Modell? Als Kaiser bekannt, er wanderte oder umher, bis er in einem angelegenen Dorf niedrig. Schuf er vier Kuhlabyrinthe, das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach seiner Verstimmung hielt er sich Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig funktioniert, der jeweiligen speziellen gefertigten Metallkugel Kristalline Überreste, bei denen es sich um die Überbleibsel von Norsteins vier geliebten Frauen, sondern darunter sind ihre Gräber. Alles klar. Geht das da lang? Irgendwas ist gleich hinter mir wahrscheinlich. Okay. Finde die vier Engel. Oh, jetzt kommt eine Katze hin, das macht mir Angst. Suchst du nach Rose? Was? Ei. Ei. Männliches Blut. Ah! Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, oh, die schon wieder. Gut, dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Moin. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ich hab immer noch Angst. Nein, nein, was macht ihr? Was macht ihr? Bitte nicht. Was ist mit meinem Blut? Lass mein Blut in Ruhe. Ich hab schon keins mehr. Vampir. Schon etwas abgestanden. Ja. Uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Ey, mir fällt gerade das. Es gibt ein perfektes Meme aus Herr der Ringe. Was ist mit den Beinen? Die brauchen sie. Braucht er doch gar nicht. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey. Lass mich runter! Hey. Was zur Hölle? Oh.
Bruder. Jetzt ist es ekelhaft. Ah, das wird wehtun. Ei! Hand halbiert. Die sind doch völlig krank. Ja, das ist richtig. Was ist das eigentlich für magische Heilmittel? Das halt irgendwie alles in Rekordzeit halbwegs. Weinglas. Ist die Tür offen? Okay, das ist so verschwendet. Geht's hier lang? Nö. Ja, der gute alte Kamin hinten, wo man durch kann. Oh, noch krabbeln. Ja, gut. Ich glaube, hier komme ich nicht her oder erst später. Wie gut, dass ich das Spiel nicht zum ersten Mal spiele und deswegen noch ein paar Tricks weiß. Und ich das deswegen in 5 Stunden schaffen kann. Oder schneller sogar. Mit dem roten Auge komme ich, glaube ich. Wo haben Sie Rose hingebracht? Nee, habe ich noch nichts. Hier geht's lang. Kann ich hier. Moment mal. Sieht aus wie eine Weinkammer. Ist da was? Nee, brauche ich hier wohl doch nicht. Da passt das rote Auge rein, ne? Und Tür ist offen. Nein, 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 nein. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Juni 19. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass sie... Diensten allesamt Frauen sind. Ja, und ich dachte, was. Ich glaube, zu betonen, dass sie nicht. Schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und mich ein bisschen Adela. Eine der Dienstmädchen hat irgendwas falsch gemacht und die Tessa Daniel hat ihr mit einem Messer das Gesicht
Aufgeschlitzt. Ja gut. Ich sie nachts weinen hören. Es ist, als er durch die Gänge schlug. Ich will nach Hause. 8. Juli. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Brot beschwert, dass es zu heiß sei. Jetzt habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt. Da haben sie mich angeschrien, alle drei. Ich muss das machen. Jetzt sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Na toll, ich bin im Keller, ne? Natürlich. Ich warte noch, bevor ich da reingehe. Die macht mir Angst. Ich warte. Also sicher sieht mir es nicht aus, wenn die da auch ist. Oder muss ich mich wirklich erwischen lassen von der? Nee, machen wir es ein bisschen näher. Haha, die passt nicht durch ihre eigenen Türen. Ich sehe der zweite Weinkeller. Das ist der Blutlagerkeller wahrscheinlich. Gut, Munition haben wir erstmal. Es geht ja noch tiefer. Alter. Oh, war das nicht. Ah ne, von den Rätseln gab es nochmal eine schlimmere Variante. Glaube ich. Alles klar. Aus dem Gefängnis. Zuerst dran. Stand. Wenn sich was bewegt, wird geschossen. Vor der Tür schon erschrecken. Sah die aus wie Lack. Wenn jetzt irgendjemand hier gleich in den Raum geht, also in Real Life, dann bin ich einfach tot. Ich hab das Gefühl, da ist was. Rohrbombe. Ich wollte mal angucken, was ich gerade gefunden habe. War das ein Wertgegenstand? Ich glaube, ja. Yeah.
Ingrids Hals rette. Was schon diese Person. Da! Hör da was. Jetzt? Brauche ich einen Schlüssel? Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ich werde verfolgt. Oh, geht in eine Taschenlampe. Blut ist so viel süßer, wenn das Herz des Opfers noch pulsiert. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Kleiner Mann, das ist einfach Hardware Furkan. Deine Kugeln können mir nicht an. Nicht aber. Dreckige Missgeburt! Ich fühle keinen Schmerz. Mein Körper zerfällt. Wer ist nicht mit dir? Nicht so. Das kann nicht sein. Ich glaube es nicht. Schatzi. Eine Weinflasche, die kann ich, oder die brauche ich oben. Da geht's lang. Und was drin sein, was ich brauche? Habe ich es verbessert? Okay, die Rohrbombe sollten wir auf jeden Fall nicht verschwenden. Miep. Das ist eine Abkürzung. Okay, jetzt muss, glaube ich, die Flasche. Brauchen wir für hier? Geht es ja auch noch irgendwo hin, aber ich glaube, da braucht man einen bestimmten Schlüssel. Ja, ich glaube, das sieht richtig aus. Hofschlüssel. Wir auf den Hof können. Gut. Ganz kurz, ich glaube hier. Eine verschlossene Tür, ne? Ja.
Duke. So sieht man sich wieder. Ah, da bist du ja endlich. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herren des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Oh, die sind wahrscheinlich ganz woanders. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ja, 7 Stunden 7 habe ich gebraucht. Oh ja. Aha. Auf Wiedersehen. Oh ja. Ich war schon etwas, Hals- und Beinbruch. Boah, warum warst du so laut auf einmal? Hals- und Beinbruch werde ich haben, ne? Ab auf den Hof. Soll ich dich rumführen? Ah! Meine Kehle ist so trocken. War der falsche Gang? Komm an dir vorbei! Wie fühlt sich's an? Bis, stürm einfach bis zum Hof durch. Aus den Schlüssel. Also. Da Blut drin. Ah, ich verstehe.
Tammo. Habe ich geschafft. Keine Ahnung wie, aber irgendwie bin ich runter. Aber dass der richtige Weg ist, vielleicht. Den kann man nicht mit. Ach du Scheiße! Ich dachte, dass hier was kommt, aber genau da, wo ich mal kurz nicht dran gedacht habe, dass jetzt mir was entgegenkommt, kam mir natürlich was entgegen. Wenn ich noch was gesagt habe, ich hab's nicht. Was gesagt, ich hab's nicht so. Wo der Weg ist. Da liegt noch was zum Looten. Alles ist wichtig. Kann ich Munition herstellen? Kleiner Fahrstuhl, ne? Ein Dach. Hat dieser Ordner funktioniert? Nein.